Pflanzen hatten ein paar schöne und unbeschwerte Stunden in unserem Hause. Dieser Film erzählt von Gemeinschaft, von Abschieden und der Liebe zur Heimat. Was hat das für ein Gebiet? Ein sechsstöckiges Haus, das ist ein Kerl. Es geht um ein Dorf. Ein Wirtshaus und eine Wirtin. Gertrud Urhahn. Sonntagmorgen in Haustadt. Um 10.15 Uhr öffnet Gertrud Urhahn zum Frühshoppen. Wie viele Gäste wirklich kommen werden, weiß sie nie. Das weißt du sowieso. Hat mein Telefonnummer, wenn ja, ich ja. Das ist, muss ich hin. Ja. Wenn du das willst, darfst du halt willst. Und wie war ja fest? Klasse. Ja, ja, bei dem Wetter. Oh. Jawohl! Und da hast du dich jetzt angezogen, wo der eine Knopf nicht fehlt. Ey, der war mal mit, das abgehauen. Hast du noch angenäht? Solange du das kannst, an der Backe. Oh, da würde ich mich gar nicht trauen. Oh. Weil schnell hast du nie einen Knopf an der Backe. Ich komme dir mal davor. Ja, ich mag die. Oh, moin Paul. Moin Herr Rebbe. Oh, der schönste Paul von Haustadt. Hey, wir haben doch noch einen schönen Paul in Haustadt. Der ist der Gewirschte. Ja. Wer ist das? Der Gewirschte Paul. Der Paul. Gertrud ist wie eine Patentante für mich, eine Godi. Unzählige Male war ich schon in ihrem Gasthaus. Trotzdem ist das mein erster Frühschoppen. Ist das auch stressig jetzt? Nee, das ist kein Stress, das macht Spaß. Stressig ist, wenn nichts los ist. Manche der Männer kenne ich vom Sehen. Gertrud hat viele Stammgäste. Und da hatten die Uni. Woher wusstest du jetzt, dass der noch ein Bier will? Das weiß ich. Wenn sie kennt mich will, dann bezahlen sie ja vorher. Ich habe ja gar keine gefragt, was er trinkt. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Nee. Ich stelle ihn einfach hin. Ich meine, ich weiß ja, was sie trinkt. Und wo sind die Frauen? Kummelten. Guck mal noch mal, ich gehe Frauen zum Frühschoppen. Warum denn nicht? Nee. Meine Oma ist bei der Doktor gegangen vor 89 Jahren. Dann hat er zum Doktor gesagt, ich fühle mich nicht so gut, untersuch mich mal. Und hat dann untersucht und hat er festgestellt, die Leberwerte, Herr Wagner, die sind katastrophal. Sie müssen weniger trinken. Dann hat der Opa zum Doktor gesagt, der hat Jeb gehischt. Hat der Opa zum Doktor gesagt, hör ich mal Jeb. Wenn du so alt bist wie ich und hast so viel gesucht wie ich, dann hast du alles richtig gemacht, du Dunkeltappe. Das ist fertig.
Raus. Wie oft bist du hier? Regelmäßig. Jedes Sonntag oder? Sonntags morgens ist das Pflicht. Wenn nicht irgendwie Veranstaltung ist oder es sind irgendwo Ingespannungen, dann kommst du sonntags morgens nicht hier. Viertel nach zehn hier. Gertrud macht Lust. Viertel nach elf. Spätestens um 13:30. Da gibt es entweder Hähnchen oder Rouladen oder Salzkrumpen oder egal was. Oder lang Essen natürlich stehen. Da läuft nichts. Da kriegen die Gäste, gib mal wie. So, ich gehe jetzt Essen ab. Kannst du hucken, dann krieg ich nichts mehr. 10 Minuten. Spart nicht so, dann kannst du hucken. Geller Gertrud. Ich habe gesagt, um 4 oder 1 stelle ich zum halber 2 ist Zappelstreich. Ja, Mahlzeit. Ist das normal, dass immer so viel los ist? Manchmal, es ist so unterschiedlich. Mal kommen mehr, mal kommen weniger, man weiß es nie vorher, ne? Man kann das nicht sagen. Früher, wie noch Hochamt wurde, wo nur Hochamt der Kneipe gerammelt voll, aber es geht ja heute keiner mehr in Hochamt. Als du dich entschieden hast, soll ich gerne Wirtin, welche noch, wann das war? Und Anfang an, vom ersten Tag an. Ich bin mit Leidenschaft Wirtin. Meine Mama hat immer gesagt, du kannst kaum krabbeln und schwätzen, da hast du schon die Stöbel gedauert, Bier zappen. So. Also ich bin von Anfang an Wirtin. Das erste Wirtshaus eröffneten Gertruds Ur-Urgroßeltern 1863. Gertruds Eltern Frieda und Arnold übernehmen das Gasthaus irgendwann. Als Gertrud noch ein Kind ist, hat ihr Vater einen Unfall und stirbt. Mutter Frieda führt die Wirtschaft bis zu ihrem Tod. Im Alter von 37 Jahren übernimmt dann Gertrud. Ihr Bruder Werner unterstützt sie dabei. Und das ist jetzt unser Saal. Der Boden, welche wie alt der ist? Weil der sieht so urig aus. Der Boden ist von 1946. Direkt um Küche haben der Oma und der Opa da direkt ein Tanzparkett drin machen gelassen. Und da hat meine Oma immer aufgepasst, wenn Musik war, da sind die Männer gekommen, die hatten damals noch genähte Schuhe. Dass ja keiner mit genähten Schuhen da redet. Wenn du jetzt hier so bist, kannst du überlegen, was sind deine schönsten Erinnerungen an diesen Saal? Das sind da so viele, das kann ich gar nicht sagen. Hey, waren alle berühmte saarländische Künstler. Gudenhöfer, Jacques Bistro, der Krimmelwiedisch. Der sei jetzt, all waren sie schon hey. In diesem Saal wurden früher alle wichtigen Lebensabschnitte gefeiert: die Kommunion, die Hochzeit, Jubiläen. Das sang ein kleines Auch Gertrud hat hier ihre Geburtstage gefeiert. Meine Eltern haben sich bei Gertrud kennengelernt und später ihre Hochzeit hier gefeiert. Schon als kleines Kind kannte ich diesen Saal. Hier bin ich 2 Jahre alt. Ein paar Jahre später hatte ich bei Gertrud meinen ersten großen Auftritt. Das Ständchen war damals für Werner, Gertruds Bruder, der 2010 gestorben ist. Dieser Film wird auch von Werner erzählen. Jahrzehntelang waren Gertrud und Werner die Seele dieses Gasthauses. Gertrud hinter der Theke und Werner auf der Bühne. Vor vielen Jahren war ich auch ein bisschen schöner. 7 Männer aus Hausstadt waren mir noch gelaufen. Ja, und ein Strudel war der schnellste.
So, und das ist die Bühne. Und dann, wenn dann Theater war, hat Werner immer noch einen Vorbauvortrag gemacht. Und hast du auch mal als Künstlerin sozusagen hier auf der Bühne gestanden? Einmal habe ich einen Vortrag gemacht. Und ich habe auch relativ gut vorgetragen und die Leute haben sich köstlich amüsiert. Bevor keiner ist gekommen, da hatten sie mich dann. Ich hatte zwei so die Strimbahn und eine, ich weiß nicht mehr genau, was ich so habe. Und erzählen haben sie mir noch Schatz gemacht. Da war Strubelis, ich weiß nicht, war noch Ersatz drin. Da war ich immer auch schon aus. Vielleicht kein eigener Platz, da sehe ich nicht wieder Werner aus. Da hat der Saal getobt. An den Satz kann ich mich noch sehr gut erinnern. In deiner Generation hat ja eigentlich die meiste Frau geheiratet. Warum hast du nie geheiratet? Weil ich keine gefunden habe. Ich hätte schon können abgrenzen, aber entweder Randy, entweder ich oder die Wirtschaft. Ja. War das so der Fall? Ja, ja. Zweimal war das der Fall. Hab ich gesagt, nee, mein Kneipchen ist nicht auf, fertig. Dann war das halt so. Wenn man so Wirtschaftsleben hat, hat man ja auch keine Feierabend, ne? Und keine Freizeit und nichts, ne? Und dann Samstag, Sonntag waren immer die Festen, ne? Wenn dann der Partner frei hat, ja, nee, ich kann nicht, ich muss ja die Kneipe machen, ne? War das eine schwere Entscheidung? Für mich nicht. Ich habe immer gesagt, das war so, und wie das so ist. Das war nicht mehr so ändern. Und was so mal, ich es nur weinen, was nicht ist. Ne? Manchmal hat man schon gedacht, oh, hätte ich doch können, aber. Rings um Rahm von Bergeshöhen, da liegt ein Dorf bezaubernd schön. Hier vergisst man Leid und Gewalt im schönen Hausstädttal. Gertruds Heimatdorf Haustadt hat rund 1700 Einwohner und gehört zu Beckingen im Norden des Saarlandes. Es gibt sogar ein Dorflied, das viele hier auswendig mitsingen können. Das ist im ganzen Tale schallt. Haustadt, Haustadt, die größte Feier im Dorf war im Juli 1997. Kaltmachung, wir feiern 3 Tage, 850 Jahre Haustadt im Wandel der Zeit. Höhepunkt der Jubiläumsfeier soll ein historischer Festzug mit über 70 Gruppen werden, an dem sich alle Dorfvereine beteiligen. Mit dabei auch ein Wagen mit einer historischen Küche. Eine Idee aus dem ältesten Gasthaus im Ort. Unser Haus ist 1987 gebaut worden und ab 1910, vermute mir ungefähr, ist in der Küche gekocht worden. Und jetzt wollen wir demonstrieren, wie sie früher 1910 so gekocht haben. Das Lieblingsgericht der Wirtin, Hof Gertrud, ist Linsesupp mit Würstchen. Sollten Sie mal probieren. Haustadt hatte mal 8 Wirtshäuser. Heute gibt es nur noch 2. Eins davon ist Gertruds Wirtshaus, das Gasthaus Urhan Adam. Dabei gibt es weiterhin eine Nachfrage, vor allem nach Räumlichkeiten für große Feiern. Ein Samstag Anfang des Jahres. Ein Fußballverein aus dem Nachbardorf macht einen Familienabend bei Gertrud. Es soll die letzte große Feier werden. Gertrud ist 73 Jahre alt. Wie viele Leute kommen heute? 60. Ist das jetzt große Veranstaltung oder? Der mittlere. Wann hast du beschlossen, dass heute das letzte Mal wird? Das letzte Mal große Feier. Wird. Große Feier ist voriges Jahr im Mai. Da hatte ich einen Geburtstag von 80 Personen
Und da musste ich dann mit dem Nachbar reden, dass der mal den Tisch angreift und hinstellt. Und er sagt, sonntags komm, hat man es noch mal rausgefahren. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr machen. Ich muss ja immer jemand haben, der mir hilft. Ne? Und immer jemand belimmern will ich auch nicht. Wie würdest du sagen, fühlst du dich jetzt? Jetzt, wo du weißt, ist es das letzte Mal. Gut. Also ich bin schon froh, weil ich körperlich nicht mehr kann. Weil ich keine Kraft mehr habe. Und die Eckerferei, die schwere Kisten immer schleppen, und das will ich nicht mehr. Will ich einfach nicht mehr. Aber ist auch so Wehmut, weil die Zeit vorbei ist? Natürlich ist Wehmut dabei. War schon eine schöne Zeit. Aber alles zu seiner Zeit und alles hat seine Zeit. Es ist bald vorbei. Um 13 Uhr kommt Gertruds Küchenteam. Sechs Frauen aus dem Dorf, die seit Jahren beim Kochen für die großen Feiern helfen. Da kann man sich schon mal selber essen. Heute wird Monika vielleicht so Zwiebel. Die Frauen kochen immer noch auf dem Kohleofen, der schon mehr als 50 Jahre alt ist. Also mit ganz kurzer Unterbrechung 40 Jahre. Als ich angefangen habe, da wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, da zu machen. Und das war eine Hochzeit. Und damals waren die Hochzeiten noch morgens. Also der Kirchgang war morgens, dann gab es Mittagessen, gab Kaffee und Abendessen. Oh, als ich dann abends heim bin, da habe ich gedacht, man ist ja doch fertig geworden. Das war nämlich ganz, ganz schlimm. Da hat überall nur Geschirr gestanden. Da war noch keine Spülmaschine. Als Monika anfing, war sie die Jüngste im Team. Viele der Frauen, die über Jahrzehnte für Gertrud gekocht haben, sind bereits verstorben. Eine sehr gute Freundin, würde ich sagen. Ist mir sehr wichtig und ist ein ganz lieber Mensch und eine wirklich tolle Chefin, mit der man über alles reden kann. Und also, sie sagt immer, wenn es uns gut geht, dann würdet ihr auch gut gehen. Das ist doch ein toller Spruch von einer Chefin, oder? Was ist? In der Pause hat das Küchenteam eine Überraschung für Gertrud vorbereitet. Das ist ganz richtig geschockt. Damit hatte ich aber gar nicht gerechnet. Aber danke. Siehst du, so verwirrt mein Küchenteam mich. Ja. Du hast uns ja auch schon verwöhnt. Schon verwöhnt, viel verwöhnt. Ja, und viel von der Welt gezeigt. Und wo wir überall hingedackelt sind. Wie viel Urlaub haben die mit Gertrud gemacht? Seit 2001, jedes Jahr. Wir haben manchmal ein bisschen viel schaffen, aber wir haben auch viel Spaß. Das hat Rana immer gesagt, man schaffe viel, man lache noch viel. Mhm. Und das gehört ja dazu, ne? Man kann nicht so. Zu diesen Reisen hat Gertrud ihr Team immer eingeladen. Sie flogen zusammen nach Mallorca oder waren mit Olivia Jones auf der Reeperbahn. Ingrid arbeitet seit mehr als 30 Jahren für Gertrud. Sie hat fast alle Reisen mitgemacht. Und wenn sie mal gefehlt hat, wurde sie einfach nachträglich in die Urlaubsfotos gebastelt. Also heute ist mal ein bisschen komisch. Bisschen, ja, wie soll ich sagen? So, das kann teilen. Ist so. Man war so lange hier, ne? Ohne Leben, ne? Und, aber gibt's. Ist halt eben so. Ja.
Schade. Als die Gäste eintreffen, wissen sie, dass das hier die letzte Feier bei Gertrud sein wird. Wir bedanken uns bei dir, Kultwirtin. Kultkneipe, Saal, gibt es heute kaum noch. Und ich denke halt, wenn ich jetzt über das Wir sprechen, halt klar ist der AHA Honsrad Haustadt. Aber ich glaube, ich kann auch stellvertretend sprechen halt für alle anderen Vereine, die im Laufe der Jahrzehnte hier gefeiert haben. Jo. Großes Kompliment, großes Dankeschön und noch eine letzte Bitte. Den Tresen lässt aber noch ein bisschen auf, gell? Der Tresen bleibt auf. Gott. Mein heißgeliebte Kneipe. Herzlichen Dank. Da haben wir ja unsere Arbeit immer gut gemacht. Hast du damit jetzt gerechnet? Nee. Kira, mein Herz im Leib hätte nicht dran gedacht, dass die mal Blumen draus gäbten. Ganz ehrlich, da hätte ich nicht dran gedacht. Hier wären wir. So, das ist der Graf von Werner. Der weiß, war am 13. Juli schon 13 Jahre tot. 2010 ist er ganz plötzlich gestorben. Und den Drasegraf habe ich geholt, weil er gesagt hat, muss man versprechen, dass du mich nicht verbrennst. Ein Feuerwehrmann verbrennt man nicht. Und er war mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Dann habe ich gesagt, ich verspreche, da kriegst du Rasengraf. Dafür habe ich Rasengraf. Mhm. Wie oft kommst du jetzt hierher? Mindestens dreimal die Woche. Jetzt im Sommer, im Winter nicht. Aber im Sommer muss man die Blumen gießen. Ne? Im Winter gehe ich halt nur zweimal oder manchmal nur einmal die Woche. Ne? Aber ist es wegen der Blume oder hast du auch ein Bedürfnis? Ich habe auch ein Bedürfnis. Wenn ich das Bild da sehe, ne? Und dann denke ich immer, ja, wie er lebt und lebte, ne? Ja. Beerdigung, hast du das so richtig emotional mitgekriegt oder warst du noch so aufgeregt? Nee, das ist viel später angekommen. Das so direkt, du hast ja auch gar keine Zeit. Da musst du ja regeln, ne? Musst gucken, hast du alles, klappt alles, ne? Da hast du überhaupt keine Zeit, für drüber nachzudenken. Aber wenn das mal ein paar darin ist, und da kommt ein Loch, da fällst du darin, da musst du gucken, dass du nicht mehr rauskommst aus dem Loch, ne? Aber ich muss sagen, vor allen Dingen mein Küchenpersonal und meine Freunde haben mir so viel geholfen. Die haben mich nicht im Stich gelassen, das muss ich schon sagen. Werde ich noch nie vergessen. Ne? September 2001. Es ist Kirmes in Haustadt. Der Kerber Hannes, die Strohpuppe, macht Halt vor dem Gasthaus. Der im gelben T-Shirt ist Werner, Gertruds Bruder. So erinnere ich mich an ihn. Immer hilfsbereit und praktisch veranlagt. Bei Veranstaltungen am Wochenende war Werner immer mit dabei. Unter der Woche arbeitete er als Maschinenschlosser. Wenn Gertrud ihn brauchte, half der große Bruder mit. Sie ergänzten sich gut. Sie eher zurückhaltend, er immer am Lachen, immer den Schalk im Nacken. Werner war der die Ansprachen hielt. Theater spielte und auch sonst in gefühlt jedem Verein im Ort Mitglied war. Werner war ein geselliger Typ, blieb ein Leben lang Junggeselle. Bis zu seinem Tod lebte er im Gasthaus.
So, und hier waren wir nach seinem Reich. Hast du was verändert, als er gestorben ist? Nee, gar nichts. Ich habe gar nichts dran gemacht. Ich habe alles gelassen, wie das. Wie ist das für dich in dem Raum hier? Ach, weit geht es. Ist ja bestimmt ein halb Jahr nicht drin gegangen. Es konnte einfach nicht drin gehen. Es war einfach nicht gegangen. Ich habe die aufgemacht und habe es direkt nochmal zugemacht und da fertig. Wenn du jemandem, der Werner nicht kennt, herrscht, erkläre mich, wie Werner war. Na ja, lustig und Hans Dampf in allen Gassen. Und hat viel geschafft, das muss ich auch sagen. Hat sehr viel geschafft. Hat viel, er war ja Handwerker, ne? Wenn dann etwas kaputt war, hat er das immer gepflegt. Wenn er etwas kaputt gemacht hat, hat er immer geschenkt. Dann sagte ich, wir haben ein Abkommen. Eis wird kaputt machen, selbst wenn ich dafür ganz machen. Und dann hat er immer geschenkt. Da hatte ich sie immer gekriegt. Ah, dafür machst du alles kaputt, das Eis kann ganz machen. Ja. Und dann ist das Glas. Wie die 125-Jahr-Feier und fast damit angestochen, ne? Ja. Vielen Dank. Die 125-Jahr-Feier 1988. Das größte Fest, das Gertrud und Werner je organisiert haben. 4 Tage lang wurde gefeiert. Kennst du das Lied so? Rings um Rampfung, Essen. Das ist ein Dorf bezaubernd schön. Hey, unser Nachbar, der Stefan, lebt auch schon. Unser ehemaliger Bürgermeister, den Rigetz Manfred, der Kaiser Helmut, der Marquardt. Wie viele Leute waren da? Weißt du das noch? Viel. Viel. Hast du gesehen, der ganze Hof war ja voll. Wir haben sie nicht gezählt, waren aber viel da. Ich muss sagen, als ich damals erfahren, dass du auch Krebs hast, bin ich ja dir schon verschrocken und ich fand es bewundernswert, wie du damit umgegangen bist. War das so ein Moment, wo du auch überlegt hast, ob du das noch weitermachen kannst? Nee, war für mich gar kein Thema. Wie ich vom Frauenarzt gekommen bin, er hat gesagt, ja, Brustkrebs habe ich schon dran geknabbert. Andere Mäuse sind nicht aufgestanden. Dann habe ich mich vor das Spiel gestanden, dann habe ich gesagt, Krebs, jetzt sage ich dir was. Du besiegst mich nicht, das werde ich dir beweisen. So, und das war das Thema für mich erledigt. Oh ja, und da sind ich dann im Krankenhaus, die haben mich operiert, sind heimgekommen, als wenn nichts gewesen wäre. Zwischen der Operation, die du ja hattest, der schwer, ja. Und bis du nochmal die Kneipe aufgemacht hast. Wie lange war dazwischen? Anderthalb Wochen. Der Bieraufzug. Eine Konstruktion von Werner.
Unter der Woche hat Gertrud jeden Tag ab 16 Uhr geöffnet. Schön Grundstück. Ja. Manchmal sitzt nur ein Gast an der Theke, manchmal 10. Alleine bleibt sie eigentlich nie. Ja. Ich habe sie oft aber Zeit gehabt. Ich habe sie schon oft hier gesehen, aber ich weiß nicht, wo sie her ist. Von Dillingen. Dillingen? Ich wohne aber in Honsrad. Ach, sich da, nicht doch etwas gewusst. Ich wohne schon 20 Jahre, 25 Jahre in Honsrad. Wenn manchmal so Männer da sitzen und gerade, weil nicht so viel da sind, es gibt, man sagt ja immer, dass viele Leute das so fehlt, ne? Dass sie mal jemandem was erzählen können. Ne? Ja, das machen sie. Oh, das machen sie. Was sind eigentlich ein richtiger Beistand? Doch, also die Männer erzählen mir so viel. Nur, teilweise in Alzheimer, das vergesse ich dann immer. Ist vielleicht sogar ganz gut, ne? Ja, Kira, das muss so sein. Man kann mir nicht, weil stell dir mal vor, du erzählst mir eine etwas im Vertrauen und ich plappere das aus. Das geht doch nicht. Ich habe schon oft gesagt, wenn ich alles ging verzählen, was ich wüsste, oh, da wäre ein bisschen durcheinander im Dorf. Wer Gertrud kennenlernt, mit ihrer Kneipe, mit ihrem Dialekt, mit der engen Verbindung zu ihrem Dorf, der könnte denken, dass ihr Horizont nur bis zum Ortsschild reicht. Aber das mag ich an Gertrud. Sie ist für viele eine Überraschung. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Hey, Koala. Wie viel Fernreise hast du schon gemacht? Australien, Amerika, zweimal, Mexiko, Dubai. Wo ist da noch hin? Südafrika. Du kannst ja nur Saarländisch schwätzen, ne? Mir gewiss. Ich kann nur Hausdablatt. Und Hausdablatt ist eine Weltsprache. Bei uns ist jetzt so, ich schwätze dir nicht Englisch. Und wie machst du das dann? Mit Hand und Face. Das geht. Durst versteht jeder. Hunger versteht auch jeder. Und das Lauf versteht auch jeder. So. Aber hast du je das Gefühl, du hast einen Ort gesehen, der ist so schön, da könntest du bleiben? Nee. Ich habe keinen Ort gesehen, wo schöner war wie Hausstadt. Juni, Fronleichnam. In Hausstadt wird es eine Prozession durch das Dorf geben. Entlang der Strecke werden Altäre aufgebaut. Einer davon steht traditionell vor Gertruds Wirtshaus. Zum ersten Mal baut sie ihn nicht mehr selbst auf. Das hat sie sich nicht mehr zugetraut. Den Aufbau hat jetzt eine Familie aus dem Dorf übernommen. Sie ist doch keiner nach meiner Hofrau gekehrt. Und Gertrud, wie haben Sie es gemacht? Gut, schön. Mir hat immer nur so ein Teppich dahin geleitet. Hat mir nicht so viel Arbeit. Ne? Würdest du sagen, Gertrud, du freust dich auf Tage wie heute? Ja, auf die freue ich mich. Fronleichnam ist ja doch noch eine alte Tradition. Und dann, ich finde das gut, dass das noch gemacht wird. Ne? Und ich glaube, dass heute auch viele Leute mitgehen. Das ist ja von der ganzen Gemeinde, von Beckingen bis Reimsbach. Ne? Seit ich auf der Welt bin, kann ich mich erinnern, dass wir noch einen Altar vor der Tür hatten. Ne? Meine Großeltern haben das schon gemacht. Ne? Fronleichnams Umzug 1962 in Haustadt. Gertrud war damals 12 Jahre alt. Traditionell gehen auch immer die Kommunionkinder des jeweiligen Jahres mit. Der Ablauf ist immer gleich.
An den verschiedenen Altären wird nacheinander gestoppt und gebetet. Und das ist der Altar vor dem Gasthaus in den 80ern. Damals noch mit dem Wohnzimmerteppich. Die Prozession jetzt? Also ich fand, dass wenig Leute mit waren. Und ganz enttäuscht war ich, dass nur 10 Kommunionkinder dabei waren. Weil früher waren die Kommunionkinder, der Kindergarten, die Schulen, die haben dann da alles mitgemacht. Ne? Ich persönlich bin überzeugt, dass in 4 Jahren in Hauptstadt keine Prozession mehr geht. Die hat keine Zukunft mehr. Gelaunt, zu essen und trinken ist wunderbar. So Feste sind einfach nur toll. Gehören auch zum Landleben dazu. Und das ist ja auch gut für die Dorfgemeinschaft. Ne? Da sieht man ja, dass die Dorfgemeinschaft noch zusammenhält. Ne? Ich frage mich oft, wie Gertrud das alles schafft. Allein in einem so großen Haus. Allein mit dieser Verantwortung. Ich sehe schon hier in dem Haus auf die Welt gekommen, sind drin aufgewachsen und war immer hier. Da hat man schon eine Beziehung dazu. Was würdest du dir für das Haus wünschen, wenn du dich nämlich ums kümmern kannst, sozusagen? Dass du gut hinkommst. Aber das wird wohl schwierig gehen. Wer will schon so Koloss haben, ne? Müsste schon immer sein, der auch, es wäre ja etwas draus zu machen, ne? Hinten ist ja noch Scheier Stall, da könnte man ja auch noch etwas draus machen, ne? Aber, dass du gut hinkommst. Wie viel Aber haben wir dann? Schon für den 6. Tisch bestanden. Gertrud und ihr Küchenteam besuchen das letzte Wirtshaus, das es neben dem von Gertrud noch in Hausstadt gibt. Bei Lorangs. Wenn Gertrud für Feiern angefragt wird, verweist sie an Lorangs. Gertrud und ihr Küchenteam treffen sich jetzt vor allem privat. Die letzte große Feier liegt schon einige Monate zurück. Das letzte Mal habe ich euch gesehen bei der letzten großen Feier. Die erste Frage wäre, inwiefern sich jetzt was verändert hat für euch seitdem? Was ist viel daheim? Bisschen zu viel, ne? Man vergisst sich schon nicht, wenn man so lange zusammengearbeitet hat. Ja, jede Woche. Wir haben ja alle zusammen immer was gearbeitet, ist ein Ergebnis dabei rausgekommen. Und wir haben auch darauf geachtet, dass das Ergebnis immer gut war. Ja. Ohne den immer gut gelaunt. Ja, der Marschglis. Der Marschglis hat mich immer der Biss gemacht. Ja, der Marschglis. Der Marschglis kommt, wenn die Summe um 12 Uhr ist. Ich habe immer den Marschglis müssen machen, ne? Ja.
Und wenn dann die nicht bei Zeit. Und dann haben die die einfach immer so spät in der Prärie gemacht. Da kommt eigentlich doch ein Eis davor. Sie haben halt eben mich ruf, ne? Der hat eigentlich nicht nur mit dir gemeckert, mit allen. Ja, da hast du auch noch was. Immer hast du ganz schön genervt. Mit dem Ohren. Ja. Bist du gepiertelt in den Tisch? Ja. Hast du ganz schön genervt. Mit dem Waschgeist hat ich genervt. Das könnte ich schon so. So, jetzt sind wir die Brille an, dann geht alles gut. Links um Rand von Bergeshöhn. Moment. Schon auf Kommando. Ja. Wenn wir es schon machen, dann richtig. Links um Rand von Bergeshöhn. Da liegt ein Dorf bezaubernd schön. Hier ist man weit und breit im schönen Traumstadttal. Wo man singt und fröhlich ist, wie Alltagssorgen schnell vergisst. Da kommen alle Jung und Alt, das ist im ganzen Tale schallt. Hausstadt, Dorf im grünen Tal. Wenn du hier so stehst und guckst da so runter, was denkst du so? Dann denke ich, wir haben hier ein wunderschönes Dorf und eine wunderschöne Kirche. Ist doch einfach nur schön. So sind ich groß gegangen, sind hier in der Schule gegangen, sind ich getauft gegangen, hatte ich meine Kommunion. Dann habe ich das ja mein Heimatdorf. Ne? Und das mache ich schon sehr. Also ich gehe nie fortgehen aus Hausstadt, nie im Leben. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Dass man weiter so gut geht wie weit. Dass man noch 20 Jahre so gut geht. Dass ich noch lange meine Kneipe kann machen. Und solange es geht, mache ich es. Wenn es nicht mehr geht, muss ich aufhören. Ne? Da geht nichts mehr. So, dann hier.